Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf der Tribüne. Zu den Anträgen, muss ich ehrlich sagen, stehe ich immer noch so ein bisschen unter dem Eindruck der Rede der Fraktionsvorsitzenden der Linken. Insofern kann ich das eigentlich auch relativ gut schnell zusammenfassen. So viel nur zu den Anträgen. An Absurdität sind diese Texte, die in einer langen Reihe unsäglicher Elaborate stehen, kaum noch zu überbieten. Und das Gleiche genau gilt auch für die heutige Rede der Fraktionsvorsitzenden der Linken, meine Damen und Herren. Was hat die Linke nicht alles schon alles gefordert? Ablehnung von Einsätzen, ja generell. Diese werden jetzt sogar gerichtlich angefochten. Dann die Abschaffung der Bundeswehr und jetzt noch die Abschaffung der NATO. Als ob man ein Wertebündnis, in dem sich Staaten für Frieden, Freiheit und Demokratie zusammengeschlossen haben, so einfach mal wegwischen kann. Die NATO ist eben mehr als nur ein Verteidigungsbündnis. Kann man denn eigentlich weiter entfernt sein von der Realität als die Autoren dieser drei Anträge? Weiter entfernt sein von den immer komplexeren sicherheitspolitischen Bedrohungen, denen sich die internationale Staatengemeinschaft insgesamt und damit auch Deutschland stellen muss? Die Antwort ist für uns ziemlich klar natürlich nein. Meine Damen und Herren, Politik beginnt nun mal mit der Betrachtung der Wirklichkeit und davon sind Sie, Kolleginnen und Kollegen der Linken, Lichtjahre entfernt. Wo stehen wir wirklich? Wir haben es in Mittel- und Osteuropa mit einer konkreten Gefährdungslage zu tun, die viele in ihrer Dimension an Zeiten des letzten Jahrhunderts erinnern. Und zu Zeiten der Ost-West-Konfrontation, auch daran darf man einfach mal erinnern, kam es im europäischen Raum nicht zu militärischen Auseinandersetzungen. Glaubwürdige Abschreckung und das Gleichgewicht der Kräfte taten dort ihre Wirkung. Heute werden Grenzen verletzt und Souveränitätsfragen einfach beiseite geschoben. Russland hat sich völkerrechtswidrig der Krim bemächtigt und eine Maschinerie hybrider Kriegsführung in noch nie dagewesenem Ausmaß in Gang gesetzt. Und der Machtanspruch des Kremls, bemäntelt als Schutzanspruch, der sich auf alle russischen Landsleute über das Baltikum hinaus bis hin zu deutschstämmigen Ausländern bei uns entspricht, ist noch wesentlich weniger hinzunehmen. Denn dieser Anspruch birgt weiteres Gefahrenpotenzial. Und bei meiner Reise von nicht allzu langer Zeit im Juni in Litauen konnte ich mich selbst davon überzeugen, dass die Menschen vor Ort sich massiv bedroht fühlen. Sie haben mit Blick auf die Grenze zu Kaliningrad auch allen Grund dazu. Es wird ja oft gesagt, Litauen hat ja keine Grenze zu Russland. Das mag zwar im südlichen Teil stimmen, aber eine sehr deutliche Grenze zu Kaliningrad. Und dazu erstens. Dort befindet sich das größte russische Militärlager und auf dem Luft- und Seeweg kann Russland in kürzester Zeit seinen Personalauszug dort durchführen und übt dies auch permanent. Zweitens. Der Kreml hat in Kaliningrad schon vor 2 Jahren mittelstreckenfähige Iskander-Raketen stationiert. Wie wir finden, ein eindeutiger aggressiver Akt, der den INF-Vertrag zuwiderlaufen dürfte. Drittens, Moskau führt, das ist schon gesagt worden, großflächig angelegte Manöver an der russischen Westgrenze durch und meldet diese nicht wie vertraglich geregelt bei der OSZE an. Das heißt, nicht Deutschland und nicht die NATO sind Aggressor, von denen Bedrohung ausgeht. Die chronische Wirklichkeitsverquasung bei den Kollegen der Linken, finde ich, ist einfach erschreckend. Die baltischen Staaten, Polen, Rumänien, Bulgarien, haben sich wegen der Erfahrung zur Sowjetzeit freiwillig der NATO angeschlossen. Und jetzt vertrauen diese Länder natürlich auf ihre Partner in der Allianz. So wie sich die Bundesrepublik Deutschland, wir also, seit Jahrzehnten auf die NATO verlassen haben. Mit all den Vorteilen, die wir haben, Frieden, Freiheit, Wohlstand. Auch Souveränität der Staaten wie Litauen, die dem NATO-Bündnis beigetreten sind, haben natürlich das Recht, auch den Schutz seiner Partner zu erbitten. Und warum sollte Deutschland gerade als Bündnispartner nicht helfen, wenn es darum geht? Dazu sind wir nebenbei gemäß NATO-Vertrag verpflichtet, aber wir sind auch moralisch dazu verpflichtet, mit Grund auf unserer eigenen Geschichte. Und die gleiche Bündnistreue lässt Deutschland auch der Türkei zuteilwerden. Der Warschauer Gipfel wird am Wochenende die rotierende Aufstellung multinationaler Bataillone in Estland, Litauen, Lettland und Polen beschließen. Und diese verstärkte Präsenz des Bündnisses haben die genannten Staaten seit Langem und mit immer deutlicherem Nachdruck
eingefordert. Kollegen der Linken, finden Sie sich endlich ab mit den Realitäten. Erstens, Sie reden ja schon, Sie urteilen ja schon, bevor Sie zuhören. Auch eine neue Logik bei Ihnen, ein klar. Erstens, die Bundeswehr ist fest verankert in unserer Gesellschaft. Zweitens, Soldatinnen und Soldaten und die Einsätze der Bundeswehr im Rahmen der Bündnisse und nicht zuletzt gegen den NS-Terror finden breite Unterstützung in der deutschen Bevölkerung. Und drittens, die Menschen haben erkannt, wie ernst die Lage ist. Und nur zur Erinnerung sei einfach mal gesagt, seit 26 Jahren ist Deutschland wiedervereint, die DDR existiert nicht mehr. Es gibt kein kapitalistisches System, das Sie unterwandern müssten, geschweige könnten, denn die große Mehrheit der Deutschen denkt und wählt freiheitlich demokratisch. Was Sie hingegen fordern, bringt unserem Land nur Unsicherheit, nämlich die Auflösung der Strukturen, die die Sicherheit Deutschlands schon viele Jahre zuverlässig garantiert haben. Zum Schluss, solange Aggressoren nur durch glaubwürdige Abschreckung in ihrem Expansionsdrang gestoppt werden können, brauchen wir die NATO in der jetzigen Form. Und Herr Gerg, jetzt auch an Sie persönlich. Kollege Lorenz, Sie denken an die vereinbarte Redezeit. Erst wenn wir in einer Welt leben, in der es keine völkerrechtswidrigen Annexionen wie der Krim mehr gibt und niemand mit Waffen oder Terrorstaaten bedroht und Menschen nach dem Leben trachtet, brauchen wir keine Verteidigungsbündnisse in Rot, nicht mehr. So und nicht anders sind die Zusammenhänge. Und mehr gilt es eigentlich zu Ihren absurden Anträgen nicht zu sagen. Ich bedanke mich. Damit schließe ich die